Der Tag hier geht schon dem Ende entgegen, Sie sehen. Also es wird schon dunkel, die ersten Lampen gehen hier schon an. Aber in Europa geht das ja eigentlich erst richtig los und Amerika steht uns ja noch komplett bevor. Und was für ein Tag haben wir? Der DAX schießt nach oben. Wir sind wieder an der letzten Hochmarke. Der Markt hat erstmal schon mal ein Gap nach oben gezeigt. Und jetzt hat er die Fahrt richtig aufgenommen. Also die Amerikaner haben sich scheinbar durchgesetzt. Wir hatten ja die Tage schon darüber gesprochen, dass die amerikanischen Indizes klar auf Long stehen. Oder zunehmend zumindest mal immer noch auf Long stehen, während der DAX eigentlich eher so dieses Hin und Her gewackelt hat und dementsprechend gar nicht so sehr die richtige Stimmung da aufkommen lässt zu kaufen. Aber nichtsdestotrotz, der Markt hat gesagt, na, dann machen wir es wie die Amis. Und möglicherweise, ich will gar nicht mutmaßen, ob es da einen Zusammenhang gibt, war ja die Aussage Trumps gestern mit der Abkehr von dem Pariser Abkommen mit ein ausschlaggebendes Moment. Da kann man natürlich mutmaßen. Mir als Charttechniker ist das nicht ganz so relevant. Ich weiß, fundamental kann man da ganz tolle Argumente dafür oder dagegen finden. Also ich meine jetzt nicht für den Austritt oder nicht, aber für die Marktreaktion nach oben oder nach unten. Nichtsdestotrotz, für mich ist noch viel relevanter, wie haben die anderen darauf reagiert. Und das sehe ich eben im Chart. Und das ist nun mal ganz klar nach oben gerichtet. So, also musste ich hier noch eine ältere Dame vorbeifahren lassen. Ich zeige sie in deinem Hintergrund. Da musste ich aufpassen, dass die mich nicht über den Haufen fährt oder ich sie umrenne hier, wenn sie da auf dem Fahrrad unterwegs ist. Fahrrad ist das richtige Zeichen, nämlich Umwelt. Das hatten wir das Thema. Öl ist nämlich durchaus ein spannendes Thema aktuell noch. Der WTI, der ist tapfer nach unten gegangen. Also wir haben hier aktuell die Schübe ganz klar auf der Abwärtsseite. Also die Richtung nach unten scheint hier auch weiterhin zu dominieren. Ich gehe davon aus, dass das weiterhin, erstmal so ist. Das kann sich natürlich jederzeit ändern, würden wir aber sehen im Chart. Deshalb ist für mich immer das Relevante, weil ich mache es mir ja einfach. Ich sage immer, es geht jetzt nach unten so lange, bis es dreht. Ja, wann dreht es denn? So, und das ist der Punkt. Ich kann Ihnen natürlich den exakten Wendepunkt nicht sagen. Das wäre noch schöner, wenn ich das könnte. Das kann man oftmals mit Fibonacci-Marken erahnen. Das haben Sie vielleicht auch schon manchmal gesehen, dass wir im Trade des Tages eben mal auf Fibonacci-Levels zum Beispiel zurückgegriffen haben. Es gibt verschiedene Methoden, um solche Wendepunkte zu finden. Hochtiefs, Trendkanäle, sowas. Das sind alles mögliche Stellen, wo der Kurs gerne dreht. Aber ich kann Ihnen sagen, wann ich den ersten Hinweis habe, wenn die Stimmung dreht. Das ist nämlich dann, wenn der Kurs abwärts gelaufen war, so wie jetzt beispielsweise aktuell im Öl, in den kürzerfristigen Charts beispielsweise 15 Minuten, Stunde, so, da kann man das ganz gut sehen. Und wenn Sie dann sehen, dass der Kurs nach oben kommt, dann achten Sie darauf, kommt er wackelig hoch oder nicht. Zum Beispiel, machen wir mal das Gegenbeispiel, Euro gegen US-Dollar. Bewegt sich aktuell nach oben, aber sehr, sehr wackelig. Gucken Sie sich das mal an, das sieht aus wie ein hochfluriger Teppich. Ja? Das ist so wie in London in diesen Hotels, ich weiß nicht, ich bin schon lange nicht mehr da gewesen, aber da hatte ich so einen hochflorigen Teppich, einmal Koffer ausgeschüttet, ist alles weg, findet man nie wieder was. So sieht der Chart aktuell aus. Also das ist nicht eine klare Linie, sondern das geht so ein bisschen immer dieses hin und her. Da wird man kirre bei. Fürs Traden ist das nicht die schönste Variante. Es sei denn, man ist im größeren Zeitrahmen, das geht natürlich, aber wenn Sie ein bisschen kleiner auch mal traden wollen, also kleinere Zeitebenen, dann ist das genau nicht das, was man sich eigentlich wünscht. So, das ist aktuell eben nicht so beim Öl auf der Abwärtsseite und bei den Indizes auf der Aufwärtsseite. Wenn Sie mal gucken, S&P, der hatte dieses Beispiel, das zeige ich Ihnen jetzt oder sage ich Ihnen historisch, wenn Sie mal darauf achten, der vor dem letzten jetzt deutlichen Schub, wenn Sie jetzt einigermaßen zeitnah gucken, jetzt hier, was haben wir in Europa gerade, so halbwegs mittags, wenn Sie da mal schauen, dass der Kurs hier seine Bewegung nach oben gemacht hat, ziemlich steil. Davor war er seitwärts hängend. Das ist diese typische Bullenflagge oder Elliott-Wellenfreunde würden Korrekturphase sprechen. Also es gibt verschiedene Ausdrücke, je nachdem, welcher charttechnischen Theorie Sie am liebsten anhängig sind. Aber das ist ein gutes Indiz dafür, dass das eben die Verschnaufpause ist und der Kurs sich in Trendrichtung fortsetzt. So, das war historisch, das war für Ihre Augenschule. Wenn Sie jetzt nochmal drauf gucken auf den Chart und sehen, wie es jetzt aktuell aussieht, dann war nach diesem jüngsten Schwung ist jetzt aktuell wieder so ein bisschen eine Seitwärtsphase. Die ist jetzt nicht ganz so hängend, gebe ich zu. Ich mag das lieber, wenn sie ein bisschen wenigstens runterkommt. Die geht jetzt mehr so zur Seite, so plateaubildungsmäßig. Aber nichtsdestotrotz, das könnte vielleicht noch mal ein guter Einstieg sein. Vielleicht machen wir das im Trade des Tages. Ansonsten, wenn ich es da nicht bringe, dann gucken Sie es selber nach. Mal gucken können Sie ja auch. Das schaffen Sie selber mit Sicherheit. Das kann sein, dass ich das nicht bringe, weil das auf einer sehr kurzen Zeitebene vielleicht ist. Also vielleicht das Richtige für Sie als kurzfristigen Trader mal zwischendurch.
ich aber nicht so gut vorbereiten kann mit den exakten Marken, weil die können sich ja noch zwei, dreimal ändern. Wenn der noch zweimal hin und her wackelt, wird der Einstieg immer ein klein bisschen anders sein. Wie ich da agiere, das sehen Sie auch im Trade des Tages generell. Wenn Sie das fünfmal geguckt haben oder zehnmal oder hundertmal, dann wissen Sie, an welchen Marken ich wie reagiere und warum ich das tue und wie Sie das auch selber anpassen können. Der Trade des Tages soll Ihnen natürlich gerne eine Einladung geben, was man heute mal angucken kann, was man vielleicht auch traden kann. Aber letztlich sollen Sie ja selber den Spaß haben und nicht irgendwas Blindes nachkauen, was ich Ihnen hier da vorgesetzt habe. So, dementsprechend lasse ich Sie jetzt auch mit diesen Gedanken alleine. Schauen Sie sich diese Märkte mal an, die wir angesprochen haben. Gucken Sie mal auf die Situation, die wir geguckt haben. Und natürlich gucken Sie auf den Trade des Tages. Der kommt nachher nochmal. Und schon mal Vorausankündigung, auch Pfingstmontag. Also für die, die es nicht abwarten können und sagen, endlich mal einen freien Tag, da will ich doch auch gerne. Sind Sie herzlich eingeladen, auch an diesem Tag den Trade des Tages zu gucken. Video mache ich auch. Dann sehen wir uns auf jeden Fall dann wieder. Ich wünsche Ihnen heute noch einen erfolgreichen Handelstag. Dann ein schönes Pfingstwochenende. Machen Sie es gut. Lassen Sie sich nicht wegwehen. Ich habe gehört, es gibt Unwetter in Deutschland ab morgen. Insofern seien Sie vorsichtig, genießen Sie die Zeit. Bis zum nächsten Mal.